Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Night of the Dead. Wir sind wieder an der Basis, haben eine ganze Menge Loot mitgebracht. Das erste bisschen habe ich schon aussortiert. Und ich hatte schon mal geschaut, die Batterie ist geladen, das ist sehr gut. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht die Fallensteuerung und die zwei Fallen, die Stachelwerfer, die aufgerüsteten, dass wir die an diese Batterie dranhängen, beziehungsweise an eine zweite, die wir dann dazwischen schalten. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir mit diesen Sachen an. Elektronik, Batterie, da ist er. Zwei Batterien und ein Seil. Das Seil kriegt man schnell zusammen, die zwei Batterien auch. Weil wir die ja diese Nacht brauchen, es müsste die nächste Nacht wieder eine Riesenzombie-Nacht werden. Hier drüben sind wir erst bei drei Balken. Das macht mich ein bisschen traurig, dass es so wenig ist. Ich weiß nicht, warum die Batterien nicht mehr richtig geladen werden. Gut, zwei Batterien und ein Seil hatten wir gesagt. Das haben wir auf jeden Fall irgendwo. Was brauchen wir für die Batterie? Wüsste, eine können wir schon sofort herstellen. Für die zweite brauchen wir noch einen Kupferbarren. Und einen Kupferbarren bekommen wir zum Beispiel für die Kupferschuhe hier oben. Ja, wir müssen natürlich auch die Batterie bauen. Eieieiei. Das fängt ja gut an. Also, wir müssen die Batterie noch schnell bauen und dann. Also erst diese Batterie und dann daraus die große Batterie hier oben auf dem Dach hinzustellen. Ja, das müssen wir zum Beginn machen, weil uns einfach sonst die Zeit fehlt, um die Batterie zu laden. Jetzt weiß ich nicht, warum ich sie stellen muss. Okay, habe ich sie genau verkehrt rumgestellt. Ich wollte eigentlich die. Ne, stimmt, die Eingänge auf dieser Seite. Jetzt stehen sie beide gleich. Lass uns nochmal schauen, ob wir das Upgrade auch hinkriegen. Ein Impulstraube und eine elektrische Platte, das werden wir doch wohl zusammen hinbekommen. Haben wir da hier schon irgendwas? Ne. Elektrische Platte, die kriegen wir hin und Impuls drauf, wo kriegen wir auch hin. Da brauchen wir ganz schön viel Kupfer und ein bisschen Eisen. 10 Kupfer. Eisen haben wir, das ist gar kein Problem. Kupfer haben wir 2, das heißt wir brauchen noch 8. Ja, wir bauen zuerst ein bisschen an der Basis. Dann würden wir noch ein bisschen uns um die Ausrüstung kümmern, aufwerten und so. Ja, dann schauen wir mal. Die Nacht werden wir heute vielleicht nicht mehr schaffen. Elektrische Platte und Impulstrafo. Ja, da ist schon wieder eine ganze Menge Inventar weg, also Kupfer. Für eine so eine Batterie. Ne, halt, stopp, aufwerten wolltest du. Das geht so. Und dann müssen wir sie noch verdrahten, damit sie geladen werden kann. Ich weiß nicht, wie weit wir in dieser Nacht kommen mit dem Aufladen. Von hier nach da. Gut, jetzt müsste die eigentlich relativ schnell umladen, das heißt. Die hintere Batterie lädt die vordere und die Windkraftwerke machen dann ihr Ding. Das ist schon mal gut. Ich schaue mal, ob es noch was bringt. Ob wir das schnell zusammenkriegen, ein Windkraftgenerator mit einem Motor. Ich glaube, den Motor kriegt man auch relativ schnell noch zusammen. Dann können wir da auch noch einen nächsten Schritt machen. Ich gucke aber sicherheitshalber, ob ich einen Motor hier rumliegen habe. Ne, so einen großen Motor habe ich hier liegen. Und dafür brauchen wir auch zwei Kupferbahnen, aber auch die kriegen wir schnell zusammen.
Ja, dann haben wir erstmal drei Windräder. Und wie gesagt, ich würde diese Elektrik hier oben dann an die. Ach, da muss den Motor auch bauen. Ja, tut mir leid, sorry, wir werden den Weg jetzt öfter laufen. Liegt ganz einfach daran, weil ich das sonst nicht auf der Reihe kriege, wie ihr seht. Ich gucke mal sicherheitshalber, dass ich jetzt nicht irgendeine Ressource verbraucht habe. Nein, geht. Und dann stellen wir den. Wieso kann man den jetzt nicht hier hinstellen? Stört das jetzt die Batterie? Weil eigentlich. Och ne, Leute. Aber die Batterie kannst du jetzt nie abbauen. Das ist ja komisch, ne? Naja, gut, müssen wir jetzt mit leben. Na, geht's. Gut, dann hoffen wir mal, dass er noch ein bisschen was reinpasst. Dann können wir mal schauen, ob wir. Genau. Deshalb hatte ich die Ziegel unter anderem mitgenommen. Ah, das seht ihr, schon alles aufgebraucht. Diese brauchen jetzt auf einmal 5 Ziegel zum Aufwerden. Waren das nicht sonst immer nur 4 Ziegel? Haben die das jetzt mit irgendeinem dieser Updates geändert? Es kommen immer mal kleinere Updates. Ich erwähne das im Normalfall nicht immer. Ich schaue mir zwar die Patch Notes meistens kurz durch, aber merke mir das dann auch nicht im Detail. Da könnte sein, dass sie da irgendwas gemacht haben, dass das die Ressourcen, die man braucht, dass sich das geändert hat. Ja, jetzt lädt aber trotzdem diese Batterie hier noch nicht, ne? Wird nicht voll. Auch nicht immer einen einzigen Balken. Na gut. Hier ist dazu inzwischen ein 4er-Balken dazugekommen, das ist gut. So, was machen wir als nächstes? Wir nehmen uns erstmal die Forschungsbücher, die wir gefunden haben. Ne, nicht aufsteigen, sondern ins Inventar gehen. Die Spulen müssen wir uns auch noch angucken. Die Maschinen stehen still, alles klar. Gut, was hatten wir an Forschungsbüchern? Sortier es mal bitte. Ach ja, ich hatte übrigens noch 2 Vögel unterwegs geschossen. Veteranwächter und Meisterkrieger. Meisterkrieger haben wir hier. Schaden mit Nahkampfwaffen plus 8. Das ist ja mal was. Geht's zur Sache. Und was war es? Veteranenwächter war es das? Ja. Erhaltener Schaden minus 5%. Oh, wunderbar. Gut. Dann hat man gesagt, wir müssen die Maschinen wieder in Gang setzen. Ich weiß, es sind nur 4 Wartungskits, wir haben 5 Maschinen. Aber mir ist gerade im Moment die Erzerzeugung wichtiger als das Öl. Öl bekomme ich gerade relativ viel. Ja, da fehlt's. Aber das macht nichts. Wir haben gerade keinen Ölmangel, deshalb ist das auch einfach nur weg. Ich habe ja schon genug Benzin auch im Inventar. Habe jetzt noch ein paar Autos gelootet gehabt gestern, sodass wir da auch noch was dazu bekommen haben. So, hier rein gehört's. So. Gut, na. 4 Kupfererz haben wir nur gekriegt, ne? Das ist eigentlich jämmerlich wenig. Eisenerz haben wir tonnenweise. Oh. Knochen, genau. Stimmt, wir hatten doch die Ziegenhaut bekommen.
Wofür braucht man denn die Ziegenhaut? Können wir den Zweihänder verbessern? Genau, Ziegenhaut und Löwenhaut, das haben wir doch. Knochen haben wir auch, Klebeband, Zahnrad. Duraluminbarren, was braucht man dafür? Und Aluminiumbarren. Magnesiumerz und Aluminiumerz, das heißt, wir müssten den Magnesiumbarren zerlegen. Aluminiumerz müssten wir haben. Magnesiumbarren, da kriegt man Magnesiumerz. So habe ich mir das vorgestellt. Löwenhaut. Also da brauchen wir ja bloß eine Ziegenhaut, eine Löwenhaut. Achso. Knochen, Zahnräder, Klebeband und Aluminiumbarren. Knochen, wie viele waren es? Zwei? Klebeband, weiß ich nicht mehr. Ah, und schon wieder vergessen. Zwei Zahnräder. Wo kann man die dann bauen? Ja. Gut, damit hätten wir den Zweihänder aufgerüstet. Was bringt er denn? 153 Schaden. Was macht er aktuell? So, da. 145 Schaden. Ah, gut. Angriffsgeschwindigkeit nochmal erhöht. Machen wir. Aber es ist schon ordentlich an Ressourcen, was wir dafür brauchen, ne? So, dann hatte ich drüber gesprochen, diese Taschen zu vergrößern. Ach ja, da brauchen wir wieder Fischgedöns. Schuppen des Arowana, den hatten wir noch gar nicht geangelt. Und hier Schuppen des Skalar. Das haben wir gerade nicht da, glaube ich. Nein. Können wir sicherheitshalber gucken, ob ich oben noch irgendwas habe. Denn das sind andere Fische. Okay. Gut, können wir dort erstmal nie weitermachen. Da kommt Besuch, wollen wir den neuen Zweihänder ausprobieren. Hallo? Da ist der Giftpfeil-Zombie wieder. Brennt er erstmal. Oh, da ist fast in die Giftwolke reingerannt. Gut. Problem gelöst. Nee, doch noch jemand. Wo hattest du dich denn versteckt? Hast du den Weg nicht gefunden? Was lag da? Ein Vögelchen. Mal gucken, was uns in die Falle gegangen ist. Sperlingsfedern, okay. Ja, kannst du wegstecken ins Wohänder. Kannst mir aber schon mal sagen, was du als nächstes brauchst. Nur, dass ich es mal gehört habe. Nashornhaut. Ja, Nashorn, wissen wir, wo wir es herkriegen? Titanlegierungsbarren und Titanbarren. Na, das sind ja wieder Aussichten. Titanerz. Aluminiumerz haben wir. Titanerz. Na gut.
Titan-Goldbarren, Golderz gibt es auch. Na, da müssen wir noch ein bisschen auf Loot-Tour gehen. Müssen wir noch ein bisschen schauen, wo wir das herbekommen. Ja. Dann würde ich sagen, lädt die? Ah, die lädt noch, okay. Die lädt auch. Okay, dann ist die einfach so langsam. Warum ich hier keine reinbauen konnte? Hm. Es könnte sein, dass die Batterie das blockiert, das Feld. Das ist aber blöd normalerweise. Hier sieht man sehr, passt das. Da habe ich allerdings zuerst das Windkraftwerk gebaut. Ich hatte erst zwei Windkrafträder gebaut und dann die Batterie. Dann habe ich die Batterie gebaut. Ja gut, das könnte sein, dass die Batterie jetzt das Feld blockiert. Schade. So, können wir nochmal ernten. Fällt mir gerade auf. Die Maschinen machen ihr Ding, gut. Ja, was können wir denn noch? Ich wollte hier drüben nochmal schauen, was wir hier aufwerten können. Wir haben den Granatwerfer gefunden. Das müssen wir mal gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Sinnvolle Waffe ist. Das handgefertigte Scharfschützengewehr kann ich mal zerlegen. Ist es? Und ein Aluminiumbarren. Gut. Granatwerfer bringt einen Titanbarren. Da hätten wir schon mal einen. Die können wir tatsächlich aufwerten mit Taubenfedern. Das machen wir allerdings jetzt nicht. Und das... Da bräuchte ich Eulenfedern. Okay, die muss ich mal Eulen jagen und Entenfedern. Enten hat man schon mal irgendwo herbekommen. Auch Entenfedern. Die Gasmaske kann man auch aufwerten. Was bringt die dann? Was bringt das, die aufzuwerten? Und hier brauchen wir dann wieder die ganzen Schuppen. Okay, also angeln müssten wir auch mal wieder gehen. Ich sehe schon. Federn haben wir jetzt gemacht. Gut, was haben wir hier? Achso, die Sperlingsfedern, genau. Da gucken wir, dass wir das mal wegräumen. Die brauchen wir jetzt nicht. An der Äste sollst du auch nie hereinräumen. Hat auch nie reingepasst. Achso, du müsstest mal... Mist hast du schon, das heißt noch davon jeweils eins. Und eine Ranke. Und dann machen wir unseren Dünger und pflanzen oben erstmal neu an. Und für alle, die ganz pingelig sind, wir pflanzen natürlich nicht an, sondern wir sehen aus. Nur falls es gerade jemanden gestört haben sollte. Wunderbar. Achso, das Ding müssen wir noch neu vertraten. Das soll ja da... Achso, da wären wir. Genau, das machen wir gleich mal. Ich baue mal diese Verlängerungsgeschichte hier ab. Es hat gerade ziemlich laut gerumpelt dafür, dass er eigentlich bloß so einen kleinen Schalter abbauen sollte. Aber ich denke mal, dass das schon passt. Der Rest steht noch, okay. Gut, dann muss ich nämlich mal schauen, wie weit ich mit meinem... mit meinem Draht kommen würde, wo ich den Verlängerer hinbauen muss. Ich müsste jetzt aus dieser Batterie raus. Da komme ich ja schon fast bis hin. Alles klar, muss ich ihn hier unten irgendwo hinsetzen oder auf diese Plattform könnte ich ihn auch setzen, das würde wahrscheinlich auch reichen. Ja, setzt man hier unten hin. So, wo finde ich denn das Teil jetzt? Wahrscheinlich hier bei den Schaltern, ne? Ja. Wand- und Bodenverlängerung, das ist ja egal. Achso, ich könnte die Wandverlängerung oben an die Zwischenwand machen. Halb so wild. Da kann ich es nicht hinbauen.
Hier kann ich es hinbauen. Probieren wir es mal aus, wenn es hier ist. Später werden wir noch eine dritte Batterie dazu bauen, aber das, die wird jetzt eh nicht mehr geladen. Deshalb machen wir es so. Elektrischer Draht erforderlich. Naja, dann nehmen wir den derweil. Ne, das ist die Ausgangsbuchse, Eingangsbuchse, den hier. Gib mir den mal. So, und wäre es reicht jetzt nicht. Das reicht. Gut. Dann müssen wir in der nächsten Nacht kontrollieren, wie das läuft mit der Energie. Jetzt haben wir hier nur noch eins dran, das ist auch richtig. Ja. Ja, zu unserem Hallenkomplex da unten. Super. Die Batterie, aber das reicht, das müsste reichen. Das hat man jetzt in der Vergangenheit gesehen. Ob die für die Fallensteuerung reichen, weiß ich nicht. Aber das erinnert mich dran, ich muss auf jeden Fall Sturmgewehrmunition wieder größere Mengen bauen. Das ist schon wieder nicht so schön, weil das verschlingt wieder Kupfer. Es sind auf jeden Fall mal genug Bolzen drin. Ja, auch. Und verdrahtet sind sie auch. Ja. Gut, Sturmgewehrmunition und dann wollten wir uns noch mit den Spulen beschäftigen. Das mal wieder so machen. Ach, schon wieder. Na, das passiert mal ständig. Gut, lass uns mal sehen, was wir hier aufheben. Wir haben hier eine Motorsäge, Tier 4. Giftverstärkung, hier haben wir eine Motorsäge. Ohne. Warum hatten die keine zusätzlichen Eigenschaften und die hat die Giftverstärkung? Stimmt, die zusätzlichen Eigenschaften gab es doch eigentlich immer erst bei seltenen Gegenständen. Gut, dann kann man die auf jeden Fall zerlegen. Die Armbrust, die wiederum hat eine zusätzliche Eigenschaft. Obwohl, ich denke, die kann man auch zerlegen. Armbrust, da werden wir wohl kaum was mitmachen. Knochenhandschuhe können wir zerlegen. Kupferrüstung haben wir schon eine an. Kann man bloß gucken, ob uns die von den Spulen besser gefällt. Hat aber identisch das, was wir schon haben. Die kann man also auch zerlegen. Kupferhelm kann man zerlegen. Und die Kupferschuhe würde ich auch zerlegen. Gut, dann fangen wir erstmal an mit zerlegen. Ne, die Gasmaske vielleicht nicht. Ganz unten müsste es sein. Motorsäge, Magnesium bauen. Sehr gut. Armbrust auch Magnesium bauen. Knochenhandschuhe wenig verwunderlich, bringt Knochen. Und die Kupfersachen bringen auch wenig überraschend Kupfer. Sehr gut. Dann wollte ich mir mal die Spulen angucken. Was ist denn die Reinigungsspule? Erworbene Fähigkeiten, chemisches Gaswiderstand. Okay. So, schauen wir mal. Sortieren, damit wir es besser finden. Also davon haben wir nur eine. Die Widerstandsspule, da können wir auf jeden Fall... Achso, wir brauchen ja gar nicht. Alles, was auf Stufe 3 ist, kann man ja eh nicht weiterbringen, ne? Wir sind schon am Limit. Also ich kann schon diese Spulen jetzt hier aufwerten. Die gelben kann ich auch aufwerten und die blauen auch. Kann man sogar die zwei
noch mitnehmen, wenn wir sie reinbekommen würden ins Inventar. Dann machen wir erstmal das. Das Inventar ist voll. Gut, machen wir das Inventar leer, kein Problem. Reicht schon. Der Platz reicht schon. Stecker habe ich hier zwei, haben wir keinen Inventarplatz. Das kriegen wir noch unter. Gut. Also, nochmal. Das können wir machen. Das. Das. Daraus kann man nichts machen. Können wir machen. Die. Die nicht. Die können wir wieder. Und die auch nicht. Warum zeigt er mir die jetzt an? Bisher hat er mir die nicht angezeigt. Achso, weil ich diese Sorten im Inventar habe. Und noch nicht auf maximal habe, genau. Und die zeigt er mir nicht an, weil man die nicht auf 4 aufleveln kann. Verstanden. Ja. Okay. Gut, sei es drum. Da brauche ich mich ja über Spulen gar nicht mehr so sehr freuen, wie ich es bisher immer gemacht habe. Das ist fast ein bisschen traurig, weil wir ja eine Granatwerfer. Wieso habe ich hier eigentlich die Sturmgewehre der Spezialeinheit drin? Gut. Ja, brauche ich mich gar nicht mehr so überschwänglich über Spulen freuen, weil ich sie momentan gar nicht einsetzen kann. Vielleicht finden wir aber noch bessere Rüstungsgegenstände, vor allem hier bei den beim Lederhelm und bei den Lederhandschuhen, wo ich dann vielleicht noch mehr Spulen einbauen kann. Das wäre ja ganz schön. Ne, das war die falsche Waffe, die brauchst du noch. Leg mal den Granatwerfer zur Seite erstmal. Sturmgewehrmunition, ich habe es nicht vergessen, das müssen wir machen. Und ja, dann haben wir zumindest so das Wichtigste erstmal getan. Können wir noch mal Siegel herstellen. Wo ging es hier? Ein Stück. Da können wir oben noch eine Holzplatte aufrüsten auf Stein. Fangen wir da an, hier hinten. So, wie sieht jetzt hier aus? Die ist bis zur Hälfte geladen. Ein bisschen Zeit ist noch. Na gut. Und die ist fast voll geworden. Die wird bis zu Mitternacht noch voll. Das ist auch schön. Sturmgewehrmunition. Da braucht man Kupfer ohne Ende. Ne? So langsam geht mir der Inventarplatz aus. Gut, das brauchst du sowieso. Das brauchst du auch. Das kannst du hier reinpacken. Nägel hast du auch noch tonnenweise. Gut, soweit erstmal. Sturmgewehrmunition. Hoch, was hat er denn da? Einen Pack. So, wie viel Munition hast du denn jetzt? Sturmgewehr, das ist die. Da hast du nie allzu viel. Du könntest mit Maschinenpistolen-Munition probieren, aber die Maschinenpistole macht natürlich weniger Schaden, aber immerhin hast du davon genug Munition, ne? Man muss da mit der Maschinengewehr-Munition diesmal probieren. Ach, guck, hier hast du schon zwischengebunkert, das Zeug. Das kannst du auch hier einsortieren. Machen wir es so diesmal, oder? Hast du hier noch?
Klebeband. Ja, hast du noch Schmiermittel? Oh, der Schmiermittelstack ist auch voll. Schmiermittel kannst du nicht zerlegen, auch interessant. Das brauchst du aber auch nicht so sehr, ne? Klebeband hat man hier drin. Guck mal, wie viel Dosenfutter wir schon haben. So viel können wir gar nicht verwenden. Und ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob es hier vielleicht irgendwas herzustellen gibt, wo wir eventuell sowas mit verbrauchen können. Das ist Speiseöl. Ja. Gibt's nicht. So, Speiseöl, ja. So brauchen wir das eigentlich auch nicht mehr unbedingt so viel aufsammeln in diesen großen Mengen. Die Dosen ja, aber das verschimmelte und verdorbene Zeug eher nicht. Achso, du hättest mal die Geflügel-Fleischportion hier oben lassen können. Na? Brühe habe ich schon mal hergestellt irgendwann, okay. Speiseöl offensichtlich nicht. Wunderbar, Leute, dann ziehen wir uns aber gar nicht in der Länge. Ich muss das dann mal in Ruhe noch ein bisschen sortieren. Nochmal sehen, dass ich mich in Sachen Munition nochmal für die Nacht ein bisschen vorbereite. Ausrüstung haben wir jetzt momentan erstmal keine, die mich vom Hocker reißt, womit wir die ersetzen können. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffentlich bis morgen zur Nacht.